Vierter Schritt. Ja, Multitasking geht nicht. Hintereinander. Du musst ein Konzept in der Tasche haben, einen Plan, wie du das Ding abarbeitest. Der vierte Schritt ist die Rückwärtsterminierung. Wo bin ich? Ich bin am Ende des Netzplans und schaue entgegen der Pfeilrichtung. Die Pfeile richten sich gerade auf mich. Ich agiere entgegen der Dynamik der Pfeile. Bei der Vorwärtsterminierung arbeite ich mit der Dynamik der Pfeile. Ich bewege mich in die gleiche Richtung wie die Pfeile. Bei der Rückwärtsterminierung bewege ich mich entgegen der Pfeile. Das ist das Kernelement. Entgegen der Pfeile. Ich gehe zu der letzten Zahl oben rechts im letzten Knoten. Dort steht in unserem Beispiel 54, richtig? Ich übertrage diese Zahl nach unten. Spaltenweise. Von oben nach unten innerhalb der Spalte und ziehe die Dauer des letzten Vorgangs ab. Wenn ich nicht rechnen will, kann ich es mir auch noch einfacher machen. Ich nehme die Zahl oben links daneben, dort steht 28, und übertrage die 28 nach unten. Ich kann aber auch von der 54 die Dauer des Vorgangs abziehen. Einverstanden? Und damit haben wir gleich die Rechenarithmetik. Die Rechenarithmetik ist hier ein Minus. Bei der Vorwärtsterminierung ein Plus, bei der Rückwärtsterminierung ein Minus. Das heißt, ich gehe zur frühesten Endzeit, übertrage die frühesten Endzeit zur spätestens Endzeit, ziehe die Dauer des Vorgangs ab. Und komme zur spätestens Anfangszeit. Wenn Sie folgen soweit. So. Diese Zahl, die späteste Anfangszeit, übertrage ich auf das entsprechende Kästchen des Vorgängers, also unterste Zeile, ist die späteste Endzeit meines Vorgängers. Ziehe die Dauer des Vorgangs ab und komme zur spätesten Anfangszeit. Übertrage diese Zahl wieder auf den Vorgänger, ziehe die Dauer des Vorgangs ab und so weiter. Minus, 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 minus. Jetzt habe ich genau wie bei der Vorwärtsterminierung nur ein Problem zu lösen. Was ist, wenn zwei Zahlen um ein Kästchen konkurrieren? Und hier nehme ich die kleinere Zahl. Die kleinere Zahl ist der Vorgang, der früher anfangen muss. Das ist die kleinere Zahl, der Vorgang, der früher anfangen muss. Und der gibt hier natürlich das vor. Das ist ganz logisch. Bei der Rückwärtsterminierung, wenn zwei Zahlen um ein Kästchen konkurrieren, nehme ich die kleinere Zahl. Bei der Vorwärtsterminierung, wenn zwei Zahlen um ein Kästchen konkurrieren, nehme ich die größere Zahl. Bei der Vorwärtsterminierung arbeite ich mit einer Plus-Rechenarithmetik. Bei der Rückwärtsterminierung arbeite ich mit einer Minus-Rechenarithmetik. In beiden Fällen rechne ich aber immer jeweils Plus oder Minus mit der Dauer des Vorgangs. Ich addiere die Dauer des Vorgangs oder ich ziehe die Dauer des Vorgangs ab. Bei beiden. Soweit klar? Das ist die Rückwärtsterminierung, beschäftigt sich also mit spätester Anfangszeit und spätester Endzeit, aber beginnt bei der spätesten Endzeit, zieht die Dauer des Vorgangs ab und kommt zur spätesten Anfangszeit. Überträgt die späteste Anfangszeit auf die späteste Endzeit des Vorgängers, zieht die Dauer des Vorgangs ab, kommt zur spätesten Anfangszeit. Rückwärts eben. Nicht von Satz zu Satz, sondern von Satz zu Satz. Satz des Nachfolgers wird Satz des Vorgängers. Dauer des Vorgangs wird abgezogen. Haben wir die Satz. Übertragen Sie wieder auf die Satz des Vorgängers. Ziehen die Dauer des Vorgangs ab. Haben wieder die Satz. Und so weiter. Bis zum Anfang. Und am Anfang, genau wie am Ende, beim ersten wie beim letzten Knoten, stellen wir dann fest, wenn wir jetzt spaltenweise schauen, also eine vertikale Augenbewegung machen, wir machen ja bei der Vorwärts- und bei der Rückwärtsterminierung horizontale Augenbewegung.
Wir schauen ja auf die oberste Zeile bei der Vorwärtsterminierung und auf die untere Zeile bei der Rückwärtsterminierung. Aber wenn wir jetzt zum Abschluss schauen, auf den letzten Knoten und auf den ersten Knoten, stellen wir fest, spaltenweise betrachtet sind die Zahlen gleich. Die früheste Anfangszeit und die späteste Anfangszeit sind beim ersten Knoten gleich und beim letzten Knoten gleich. Und die früheste Endzeit und die späteste Endzeit sind beim ersten Knoten und beim letzten Knoten gleich. Einverstanden? Und damit haben wir die gedankliche Überleitung zum kritischen Weg. Der kritische Weg ist der Weg, gebildet aus den Stationen, bei denen nichts schiefgehen darf. Und schiefgehen bedeutet, sie dauern länger als geplant. Hallo, ich bin Robin Good, der Retter der frustrierten Lerner. Klicke mal auf den Link unter diesem Video.